Hollywood Glamour in München. Der Moncherie-Barbara-Tag in der bayerischen Metropole ist aus der Vorweihnachtszeit der Stars und Sternchen nicht mehr wegzudenken. Dieses Jahr macht da keine Ausnahme. Für den Überraschungsmoment sorgt Model Ann-Kathrin Brömmel. Normalerweise kennt man die Freundin von BVB-Kicker Mario Götze top gestylt mit Lippenstift und Co. Doch zur Abwechslung mag sie es offenbar mal ganz natürlich. Fast ungeschminkt posiert sie auf dem roten Teppich. Inspiration aus Hollywood geholt, liebe Ann-Kathrin? Ja, so wie Alicia Keys zum Beispiel. Ich finde das auch klasse, weil das endlich mal wieder ein bisschen von dem ganzen Schönheitswahn zurückgeht. Aber ganz drauf verzichten mag man dann irgendwie auch nicht. Dann fühlt man sich auch nicht ganz so wohl. Trotz oben ohne Look stiehlt ihr der Star des Abends die Show, Hollywood-Schauspielerin Hilary Swank. Die zweifache Oscar-Gewinnerin ist die diesjährige Glückspatin der Charity-Gala und hinterlässt ihren Fans am Red Carpet ihre persönliche Definition von Glück. Happiness to me is being in the moment and content with wherever you are. Und Ann-Kathrins Natural Look ist dafür ja das beste Beispiel.